EA Sports, and the PGA Tour, so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From Liberty National Golf Club in the Garden State, it's live final round coverage of the New Jersey Challenge. Well, this is the essence of golf distilled. 18 holes to decide our winner. Every decision is impactful. Every misstep, a potential tournament wrecker, as we look at the current leaderboard. We've currently got a tie at the top at 5 under par. Meanwhile, our featured golfer looking to cobble together a solid round here on this fine Sunday. Servus zusammen und recht herzlich willkommen. Es wird wieder mal Zeit für EA Sports PGA Tour und wir sind meines Wissens in Woche Nummer 19. Soweit ist es gar nicht mehr dann bis zum Tour-Final. Noch, glaube ich, 10 Wochen und dann geht's auch schon in die erste Runde. Die letzten 3 Turniere, die entscheidenden Turniere für die Saison und ich freue mich schon drauf. Woche 19 New Jersey Challenge. Wir sind in einem Golfclub, den ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt habe. Der, glaube ich, mir für mich relativ neu sein wird. Der Liberty National Golf Club in Jersey City, New Jersey. Und das heißt, wir werden irgendwo mit Sicherheit in der Entfernung die Wolkenkratzer New Yorks, Manhattans zu sehen bekommen. Aber wir wollen uns natürlich konzentrieren auf das Spiel hier. Auch wenn das jetzt vielleicht nur ein Turnier der zweiten Kategorie ist, gibt es trotzdem 500 FedEx-Punkte. Und das Feld ist mit 144 Spielern auch ordentlich beschäftigt. Schauen wir mal ganz kurz ins Leaderboard. Patrick Cantlay führt mit minus 5 und ist auch schon im Clubhaus. Also minus 5 gilt es im Moment zu schlagen. Keegan Bradley, Luke Donald ist noch unterwegs. Luke Donald, nein, der ist ja auch schon drin mit einer 68, war auch mal die Nummer 1 der Welt. Ist schon ein bisschen her, war glaube ich kurz oder nach Martin Keimer. So, also eigentlich alle bekannten Leute wieder hier am Start. Tony Fino, Adam Hadwin. Okay, wir gehen jetzt raus. Wie gesagt, die meisten scheinen schon drin zu sein. Deswegen peilen wir mal 5 unter par an. Okay, so, wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Par 4, Par 3, Par 4 sind die ersten Löcher. Und dann würde ich doch sagen, schauen wir uns das mal an. Ich glaube, wir werden hier dann doch lieber erstmal mit einem Hölzchen reinschlagen. Denn das Entscheidende ist natürlich, hier am Wasser vorbeizukommen, nicht im Wasser zu landen. Das wäre äußerst ärgerlich. Okay, Wind. Wir haben auch noch Windunterstützung. Vielleicht doch safe. 150 wären es dann bis zum Grün. Ja, ich glaube, wir sollten hier ganz ruhig und gelassen reinkommen. Einfach Punkte machen und ja, erstmal ins Spiel kommen, denn der Platz ist für uns noch etwas unbekannt. Wir haben Wind. Wir haben Wind nach rechts. Ja, da wollen wir natürlich nicht, dass der uns ins Wasser rollte. So müsste das passen. Außerdem haben wir sowieso Rückenwind. Das passt so. Ich wünsche uns ein schönes Spiel bei der New Jersey Challenge. Ja, soweit so gut. So sieht das erstmal ganz gut aus. Und der rollt auch noch ganz schön. Ja, das passt. The wind is really whipping here. And that is a good job using the iron to sort of get that penetrating ball flight. Keep it down underneath those gusty winds. And ultimately, where you want it, in the fairway. Und jetzt habe ich ja völlig vergessen, unseren Spielpartner vorzustellen. Aus Australien, Jason Day. Er scheint sich für den Driver zu entscheiden, über rechts. Er versucht, das Grün anzugreifen. Ja, das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Was war das? Schick, schick, schick. And that's a good way to start this final round. It's in the fairway at the first. Ja, natürlich, klar, das wäre eine Option gewesen, das Grün direkt anzugreifen. Second shot coming up. And we say hello to Iona Stephen. We've got 137 left to the flag. Wind coming from behind, so you'll need to be careful where you land it. Ja, das ist allerdings richtig. Ich glaube, wenn wir hier, ja, da ist ein kleines Plateau. Und wir haben Rückenwind, aber es ist nur ein Pitching Wedge. Okay. Ja, hoch anspielen, damit er schnell zum Liegen kommt. Was sind's denn? 137 Yards mit dem Pitching. Ja,
Ja, komm, spring ein bisschen nach links. Komm ein bisschen runter. Ah, den Gefallen tut er uns nicht. And that ball looked good in the air. You'd like it to be a little closer, but still, inside 40 feet, just going to have to be careful with the lag putting. So the great tee shot left him here. Now his second from relatively close range. Ah, good soft hands. That is nicely done. Okay, wir haben einen Putt über rechts. Es geht nach unten. 2 inches. Ein Putt über rechts. Kontinuierlich, so wie es aussieht. Er läuft langsam. Ja, probieren wir es einfach mal so. Erstmal hier an den Stock kommen. Oh! Did everything but go in. Day now. This for birdie. Ja, ich muss schon sagen, ich war schon lange, lange, lange nicht mehr mit einem Putt zu kurz. Okay. Ja, aber Jason Day dafür ein bisschen zu lang. Ja. Opportunity unfulfilled. Okay, dann starten wir erstmal mit einem Pärchen. Das ist auch okay. Okay, that's in for par here at the first. And he'll stay at level par. Ja, jetzt zier dich nicht. Safe for him. It's a par here at first. And he'll stay at even par. Jetzt schauen wir mal, wo wir liegen mit Level. Mit even, 33. Das heißt, da wären wir in den Punkten, hätten den Cut. First par 3 of the day is a good one. It's better than 200 yards. The winds are always the issue here. You need to hit a well-struck shot. Oh. We come down to our first par 3 of the day. The 219-yard second, a changing wind can cause problems here. Avoid the large bunker to the left and hit it close. So, da hat man sie jetzt gesehen, die Freiheitsstatue. Da links ist sie, die Freiheitsstatue. Und man sieht da hinten auch einen Tanker. Okay, sehr schön, hervorragend. Also, da sind auch die Wolkenkratzer. Da ist auch der neue, das neue World Trade Center zu sehen, wenn ich das richtig sehe. Das ist also Manhattan und davor die Liberty Island. Okay, hervorragend. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze spielen. Ein Eisen 4 mit Gegenwind. Mit Gegenwind, Mitte grün wäre ganz okay. Ja, den müssen wir schon ein bisschen länger spielen. Eisen 4 wird aber dann ausrollen, ne? Der müsste da vorne ins Grün, ins Vorgrün. Das wäre nicht verkehrt. Also 12 Miles, das ist schon ordentlich. Okay, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Er wird das natürlich auch nach rechts rüber drücken. Okay. Ja, schon arg rechts. Bitte bounce nach links. Nein. Schade, schade. War gut. Ja, der war eigentlich echt okay von der Länge, nur zu weit. Der Wind hat ihn zu weit rechts rübergetragen. So, und Jason legt den Ball wieder ins Divot, oder wie sehe ich das? Ja, es passt schon, okay. Ja, deutlich weiter links hält er an. Hat natürlich gelernt. Ja. Now from the apron, a second to the par 3. Ja, das war jetzt genau wieder das Thema. Meine Länge und seine Richtung, das wäre es halt gewesen. Das wäre der richtige Schlag gewesen. Flop, High Flop, Long Flop, Runner, Pitch. Texas Wedge. Wir könnten das Texas Wedge nehmen. Das wäre mir fast am liebsten. So. Natürlich geht das dann durchs Vorgrün. 100%, sagt er. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der müsste doch bremsen. Ach so, es geht 2 Grad runter, oder wie sehe ich das? Ja, es geht ein bisschen runter. Na, schauen wir mal. Ja, der ist sofort links weggebrochen.
Yeah, das sieht man schlecht. Just a bit short, but I'll tell you what, from off the green, that's pretty well judged. Ah, good putt there. It's in for par here at the second. Gutes Pärchen. Right where he is. Gutes Pärchen. So, da tut sich nichts. Ein bisschen berghoch. Das passt schon. That finished off for par here at the second. And he'll remain right where he is. Das nächste Par 4 steht an, die Nummer 3. Und minus 6 ist jetzt mittlerweile. Tight driving hole with fescue on the left, fairway tilting right to left, so a drive right center is ideal. This par 4 third is not long, it's a shade under 400 yards, but you can see there's the fescue on the left, it's a good looking hole. This is all about accuracy, and you're best off the right center off the tee. Wir haben Rückenwind. Ja, wir gehen über rechts, werden natürlich hier die Welle mitnehmen. Den Rückenwind und dann sollte das doch passen, denke ich. Ja, nimmt er die Kurve an? Ich doch ein bisschen. Das passt hervorragend. Das passt hervorragend. Jetzt rollt er links runter. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. Ja, da denke ich doch, damit dem Drive kann man zufrieden sein. Ordentlich. Der sieht auch gut aus. Ist kürzer, aber der wird noch viel Roll haben. That's the beauty. So, jetzt schauen wir mal, wie sich sein Ball auf dem Grün verhält. Just over 90 yards, all that's left here for his second. So, spinnt der, spinnt der. Der spinnt nicht, der bleibt hervorragend am Stock liegen. Sauber. Well done. He needs to be mindful of the breeze here as he sets for a second. Ein Pitch mit dem 54er, da wird er also Spin drauf kriegen. Ah, wir haben ein bisschen Rückenwind. Und das Ganze müsste etwas leicht nach links rüber breaken. Ja, versuchen wir es mal so. Oh, 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 oh. Ah, Pitch. Ja klar, der rollt noch durch. Klar, ich hätte einen vollen Schwung machen müssen. Ei. Nicht aufgepasst, nicht aufgepasst. So, der Chip wird natürlich rollen und es geht natürlich bergab. Ei, das ist jetzt eine ganz, ganz schlechte Situation. Ja, Texas Wedge. Ja, es geht halt den Berg runter, ne? Das ist ganz gefährlich. Wenn der uns durchrollt, dann haben wir echt ein Problem. Pitch. 9. Ah. Flopshot. Oh Mann. Ja, der wird ein bisschen runterrollen. Sehr schön. I think I'd be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. So now eyeing this one for birdie. Ja, Jason wird jetzt das Birdie spielen über links. Are you kidding me? That looked like it was on.
Oh, die Schwäche auf dem Grün von Jason, da ist sie wieder, da ist sie wieder. Seine Schwäche, da muss ich schon sagen, also dass der nicht drin ist, das ist schon sehr merkwürdig. So, wir gehen natürlich auch, es breakt hier ziemlich rüber, ne? Sehe ich gerade. Ja, am Schluss ist dann doch ein paar hervorragendes Ergebnis. Ja, 36. Okay. Okay, that one finished off. Four apart. And he'll remain right where he is. Ah, der zweite Schlag war einfach völlig falscher Schlag. Aber okay, noch wären wir an den Punkten. Well, there's another spot on this golf course where you just stop and soak it all in. That magnificent Manhattan skyline in the distance. Then you get down to business playing this 193-yard fourth hole. Jo, da haben wir also die Manhattan Skyline. Sehr schön. Das ist wieder ein Par 3. 185 übers Wasser. Das ist geschmeidig. Gegenwind. Gegenwind. Ja, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir auf der rechten Seite zum Landen kommen. Da hat es einen Bunker und wir müssen auf jeden Fall Eisen 6. Da bietet mir ein Eisen 6 an. Ja gut, Eisen 7 könnte tatsächlich zu lang sein. Ja, da ist eine False Front vorne und da ist eine hinten. Ja. Okay. Komm, spring rein. Oh, nee. Oh, mehr rechts. Oh, wieder Trouble. Wieder Trouble. Aber zumindest trocken. Der geht aber auch links weg. Der geht auch, aber der ist länger. Der ist lang, der bleibt hinten liegen. Ja, das ist halt ein schönes Drawloch. Okay, that one's dancing. So, jetzt müssen wir da hochpitchen. This one's all about touch and feel and creativity. Coming down that huge slope, though it is a birdie putt. Ah, das ist immer, wenn man dann um die Pärchen kämpfen muss, ne? Und kommt nicht in eine Birdie-Situation und kämpft um die Pärchen. Will that stop? Yes, that was not easy down the slope, but that's pretty well done. Now, so. From left of the green, a second. Pitch. Es geht berghoch. 10. Hinten dran ist flach. Etwas über links. Und? Ah, oh, nee. Schade. Das wäre es natürlich gewesen. Das wäre es gewesen. Okay, jetzt müssen wir uns konzentrieren. Das Paar muss drin sein. Und wir haben ein leichtes Break von rechts nach links. Ein leichtes Break. Und es geht auch etwas bergab. So, rechte Lochkante müsste doch passen, oder? That's in. It is a good par here at number 4. And he'll stay right where he is. Schöner Platz auf jeden Fall. Also die ersten vier Bahnen haben mir sehr gut gefallen. Schön abwechslungsreich mit Wasser. Das mag ich. Und der ist doch wieder... Yeah, that's well done. He's able to save his par. And he'll remain right where he is. So, wir bleiben immer noch so unter den Top 40. The fifth gives you a view not so much of the skyline, but the penalty area. You want to obviously keep it out of the water. That runs down the entire left side. This one is all about accuracy. Ja, überall sind Seen, sind Wasserläufe.
Ah, schon starker Platz. Und ich glaube doch, ich erinnere mich dran, ich glaube, den haben wir doch schon einmal gespielt. Ich vermute auf der Confrary Tour. Aber jetzt müssen wir mal schauen, das Paar 5. Jetzt will ich mal ganz kurz reinschauen, wie viel Paar 5 haben wir denn? Ja, klassisch. Nee, wir haben nur 3. Ist das ein Paar 71 Kurs? Das ist ein Paar 71 Kurs. Wir haben also nur 3 Paar 5 und die 2 an der 6 und an der 8. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir 1, 2 Birdies reinstreuen. Es hilft nichts. Wir haben Rückenwind. Ei, wir müssen da ein bisschen aufpassen, weil wir dürfen nicht zu lang sein. Wenn wir unter den Bäumen liegen, sieht das nicht gut aus. Okay, ja, da müssen wir jetzt kleines bisschen ins Risiko. Ah, wir müssten eigentlich ein Draw spielen. Ja, da sind wir hinter den Bäumen. Und jetzt ist aber zu lang, ne? Ah, ärgerlich. Ah, too strong for this hole, eh? Ja, too strong. Right out of fairway and into the rough. Big hit, though. Etwas zu wenig Draw. Da hätte man ein bisschen mehr gebraucht. Ja, wir hätten da einfach in die nächste Bucht rein müssen. Das wäre das Richtige gewesen hier. Yeah, Jason macht's nice besser. The result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Pin cut back left here today as he stares down his second to the par four. Good chance at one. Ja, wieder eine gute Annäherung, sehr gute Annäherung. I know it's a little long, but still inside that 10-foot circle is always good and even money really to make birdie. Oh, das ist aber ein bisschen weit nach hinten, ne? 54er. Approach. Finesse, 54er. Wir haben doch Rückenwind. Ja, ja. Ja, okay, 90-97. Aber das müsste sich gerade aufheben, würde ich sagen. Das müsste sich doch gut aufheben. Der Wind und das, was wir aus dem Ding weniger spielen. Okay. Ja, ist lang. Aber bleibt gerade noch auf dem Grün. Well, that's a good shot out of the rough. I know the ball's just gone, what, that 10, 15 feet past the flag, but really couldn't afford to miss with the front of the green. Okay, 7 inches down. Yeah, there's not a lot in this overall. I've had a look and concluded there's not much to it. Slightly down the hill, no real movement. 7 inches. Ja, es geht kontinuierlich nach unten. Unten rollt er ein kleines bisschen aus. So, das Ganze. Ja, Break ist gar nicht mal so viel, aber er wird natürlich sofort nach links wegbrechen, habe ich so das Gefühl. Obwohl hier am Anfang. Mhm. Ja, ein bisschen mehr. Ja, weil er wird ja doch. Nee, weniger. Er wird ja das Break lange halten, höchstwahrscheinlich. Und erst auf der Hälfte anfangen, weil er rollt ja immer schön durch. Sauber. Ah, the pace. Absolutely perfect there. Down the slope. It's in for a birdie. And he will definitely not say no to that. Here's Jason for birdie. Yes, a good read. It's a birdie here at 5. Will certainly help the cause. Oh, da gehen wir gleich hoch auf 19. Well, this sixth hole is 538 yards, the first par 5 on the golf course, and there's glory here. I mean, you can get home in 2, you could make eagle, but there's water, there's peril as well, all along that right side of the green. Ja, das ist so eine klassische Konstellation, wobei man sagen muss, für Draw-Spieler jetzt natürlich schwierig, aber einen schönen Fade kann man hier reinspielen. Fahne steckt natürlich ganz hinten, kann man den Ball schön auf die Fahne zurollen lassen. Ja, der Abschlag dürfte nicht bis zum Wasser kommen. Das Spannende ist dann wirklich der nächste Schlag und dann haben wir auf jeden Fall Gegenwind.
und wollen nicht im Bunker landen, weil das würde uns nicht die Möglichkeit geben, mit dem zweiten angreifen zu können. So, das passt soweit. Hervorragend. Rollt da noch was? Ja, nicht viel. 274 Carry. Wir kommen und dann fehlen uns noch 244 bis zum Loch. Ja, das wird ein ordentlicher zweiter Schlag. Ja, jetzt glaube ich, hat er gekürzt auf ein Holz 3, oder Jason? Ja, das war ein Holz. Ein Holz 3. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er mit dem zweiten das Grün angreifen kann. Very conservative strategy here. 3 wood off the tee, turning this par 5 into a 3-shotter. See how it plays out. 278 Yards. Der geht er aufs Grün? Nein, er bleibt links, Richtung Bunker. Präzision pur. That's what he wanted to do. After the tee shot, puts himself in really good position here on the par 5. So, er möchte auf jeden Fall... der Wind hilft uns natürlich, über links reinzukommen. Das ist nicht schlecht. Aber ist es ein Hybrid oder ist es eher das Eisen 4? Wir haben Gegenwind. Dann müsste es doch das Hybrid sein. Okay. Das könnte knapp werden. Ja, wir müssen schauen, dass wir trocken reinkommen, dass wir hier am Bunker vorbeikommen. Im Zweifel im Bunker. So, der kommt da runter und dann rollt er den Hang da hoch. Ja, der kommt nicht, das wird er nicht hinkriegen. Der wird nicht auf die Fahne zurollen. Oh ja. Ups. Oh, Eagle-Chance. Das würde ich doch sagen, war ein guter Schlag. Der ist lang. Ja, Fringe, ne? Ja. Oh, da nimmt er jetzt auch mal das Texas Wedge. Und fällt der? Der fällt. Yes, smart play from that distance. Just use the putter to make sure you get the line. And this one goes down for a birdie. Ja, das will er jetzt wissen. Movement to this one. It's for Eagle. Ja, das sieht eigentlich gut aus. Das ist eigentlich ein relativ guter Eagle-Putt machbar. 2 inches down. Wir haben wenig bergab. Wir haben wenig Break nach rechts. Aber es ist Break da. Ja, Mitteloch. Der hätte Mitteloch fallen müssen. Der war zu schnell unterwegs. Tatsächlich. Aber das Birdie sollte jetzt sicher sein. Das Birdie sollte jetzt eingetütet werden. Okay, well done there. It's a birdie here at the sixth. Ach, ein Eagle wäre uns gut zu Gesicht gestanden. No to that. Aber wir arbeiten uns vor 13. Tight driving hole with fairway bunkers left and right. A tee shot down the left side will open up the angle for the approach. Das ist auch eine coole Bahn. Da muss man auch erstmal Strecke machen, um übers Wasser zu kommen. Ja, ein cooler Platz. Ja, wir haben Rückenwind, insofern kein Problem. Das Problem ist eher, dass er uns da hinten nicht in den Bunker rollt. Ja, jetzt müsste er ein bisschen nach rechts springen. Der rollt in den Bunker. Ja,
Ah, ärgerlich. Komm ein bisschen runter. Jetzt bleibt er da oben auch noch liegen. A well-placed bunker. It'll collect plenty of shots just like that one as this indeed rolls into the sand. Ja, da müssen wir mal schauen, wie wir das wieder korrigiert kriegen. Ja, das macht Jason Day deutlich besser. And that, a good-looking shot there, well placed in the fairway. Mitte Fairway 173 noch bis zum Stock. Ready for a second shot, trying to knock it on the green. Okay, ich denke, wir werden Eisen 7 oder so. Da müssten wir eigentlich über die Bunkerkante rüberkommen, zumal es dann auch ein bisschen bergauf geht. Das nimmt, hilft uns, Höhe zu gewinnen. On deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker. Ach, Eisen 9. So this first okay. Have to be good. Eisen 9 sollte kein Problem sein. Aus dem Sand verlieren wir natürlich etwas Länge. Reicht uns das? Der wird sowieso nach oben gehen. Ja, auf der anderen Seite haben wir Wind. Ja. Ja, ich glaube, der ist nicht verkehrt. Wenn er auf dem Grün bleibt. Ja, okay. Damit können wir arbeiten. Ist okay. Now this for birdie. And this is back up the slope. Fortunately, not a great deal of movement to it, but there is a little bit of right to left. Ja, der war flott unterwegs. Den wollte er stopfen. Den wollte er definitiv stopfen. Okay, wir nehmen natürlich das Texas Wedge. Genau. Es geht bergab. Ja, und es geht auf jeden Fall hier vorne 0,7 Grad links. Okay, beziehungsweise nach rechts. Distance. Just use the putter to make sure you get the line, and this one goes down for a birdie. Drei Birdies in Folge. Ja, das entschädigt gleich mal für das Eagle. Yep, well done. That's in for par here at 7. And he'll stay at minus 3. Sind wir jetzt schon in den Top 10? Wir sind in den Top 10. Here now at the Mammoth 611 yard par 5 8th. Only the longest hitters can get home in two here, and you must play the angles on this narrow hole correctly if you want to get out of here with a birdie. Ja, im Hintergrund kann man wohl ein Container-Terminal oder etwas ähnliches sehen. Auf jeden Fall ist da der Hafen. Paar 71, da stand es gerade nochmal auf der Anzeigetafel mit etwas mehr als 7000 Yards Länge. So, ein paar 4, ein paar 5. Stimmt, das ist ja das zweite Paar 5. Wieder die Möglichkeit, auf jeden Fall ein weiteres Birdie mitzunehmen. Der Wind drückt den nach rechts und dann müssen wir wieder schauen, dass er uns nicht in den Bunker rollt. Ja, 319 ist Anfang Bunker. Ja, wir müssen da schon irgendwie, sonst kommen wir mit dem zweiten nicht aufs Grün. Ja, wir müssten den ein bisschen drawn. Ein bisschen drawn. Und er startet mir zu weit links, habe ich den Eindruck. Ah, doch, das passt. Das passt hervorragend. And that will do just fine. 308 Yards berghoch. Ja, das ist schon ordentlich für den zweiten. Jason Day, dieselbe Linie. Aber deutlich kürzer. Naja, deutlich vielleicht nicht.
Still well over 300 yards to the flag. So getting this to a good number, the key here for his second. Ja, er legt vor, definitiv, weil er hat ja ein Eisen in der Hand, also da greift das Grün nicht an. Die Fahne steckt auch wieder ganz, ganz hinten, es geht berghoch, also das macht's länger. Und natürlich über den Bunker rüber, reinrollen ist da nicht, außer man kann natürlich einen guten Fade spielen. Now from better than 300 yards out, a second to the par 5. Ja, wenn man natürlich den richtigen Fade spielt, ne? Ja, das ist eigentlich nicht machbar. Es ist eigentlich nicht machbar. Aber man kann natürlich versuchen, dass er aufs Grün rollt. Ah, da ist ja auch noch ein Plateau. Okay. Da ist auch noch ein Plateau, das das Ganze schwieriger macht. Die Kurve passt erstmal. Ja, der ist zu weit rechts. Der geht in den Bunker. Aber hoffentlich Mitte Bunker. Kein Problem, das kriegen wir hin. Now this par 5 green is well protected. That's two good shots, but that bunker's there for a reason. Now with some nifty sand play, we're looking at 4. Ja, ist vielleicht die clevere Version, den Ball halt schön vorzulegen und mit einem guten kurzen Annäherungsschlag sich die Birdie-Chance zu erarbeiten. Ah, da geht aber ganz schön weit rechts rum. Ja, das ist halt. Oh. Oh, it's come out of the gates today beautifully, and there is another chance. So, und des Öfteren haben wir jetzt schon das World Trade Center gesehen. Ja, wir werden es so versuchen. Da kommen wir auf jeden Fall sauber aufs Grün. Geht nach rechts und viel zu lang, wie denn das? Well, this one out of the bunker, that is a positive development, but not on the green. It's in the short grass. Ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. So, was machen wir? Wieder den Flopshot. Yep. Ja, jetzt kommt er wieder zurück. Aber es passt schon. Ich denke, wir können das Paar retten. Been in sync today. A terrific shot right there. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Ja, zwei schlechte Schläge. In for par here at the 8th. Da muss man mit dem Paar zufrieden sein. Right where he is. Dann muss man einfach auch mal mit dem Pärchen zufrieden sein. Das passt schon, ist okay. Und er wird das Birdie spielen und dann natürlich wieder aufschließen, Jason Day. Und wie die immer so reinkullern. It's a birdie at number 8. Will certainly help the cause. Jo, so, wir kommen zur letzten Bahn für die Front 9. Finishing up on the front side here at Liberty National with the 474-yard par 4 9. Long hitters beware, a creek runs across the fairway about 315 yards off the tee. So choose your club wisely. Tja, da hat er völlig recht. Hier sollte man wirklich gut überlegen, wie man hier den Abschlag positioniert, da ja hier ein kleiner Bachlauf das Fairway teilt. Ja, zu lang darf der nicht sein, sonst rollt er rein. Oder man ist lang genug, um drüber schlagen zu können. Und dann doch noch auch das Wasser davor. Also da muss man schon präzise jetzt sein. Ja, und er darf jetzt nicht zu lang werden. Ja, der ist hervorragend. Der ist gut. 186 Yard ist natürlich machbar. Mit einem Eisen. Ja, ich denke, ich nehme das Holz, weil der wird definitiv mit Rückenwind auch noch rollen. Ja, ja, das müsste eigentlich passen. Ja, hervorragend, hervorragend. 180.
denke Eisen 6, oder? Ja, Eisen 7, Eisen 6, wir werden sehen. Es geht ja auch noch im Berg hoch, ein kleines bisschen. Auch hier steckt die Fahne wieder hinten im Grün. Ja, das scheint so am Finaltag zu sein, dass die Fahnenpositionen immer hinten sind. Einfach nochmal 20, 30 Yards mehr. This is position A right in the fairway and 180 yards to go. Also wir sind etwas erhöht, haben aber deutlich Rückenwind über links. Eisen 7 wird nicht so weit ausrollen. Ja, der Rückenwind, der macht mir halt Sorgen, ne? Der wird den auf jeden Fall da hochtreiben. Ah, rollt wieder durch. Oh Mann. Für ein Eisen 7 ist der aber extrem durchgerollt. Also da sind schon zwei, drei Dinge wieder dabei, die mir nicht so gefallen. Ich meine, da liegen wir jetzt echt weit, weit weg. So, der Flop. Der Flop wird uns hoffentlich wieder den Hintern retten mit Spin. Und zu kurz. Oh Mann. Ja, ich bin ein bisschen disappointed. Look here at birdie. Hair of right to left in this one, Rich. Straight back up the slope. Kommt er noch rechts? Kommt er noch nach rechts? Nein, auch zu kurz. Man lässt einen Birdie-Putt nicht zu kurz. Mr. Day. Oh, wir müssen jetzt das Pärchen retten. Wieder einmal das Pärchen retten. Ja, es geht deutlich bergab. Deutlich bergab. Aber wenig Break. Eher so ein bisschen über rechts. Okay, good putt there for his par here at the ninth. And that's going to be a 3 under 33 on this front side. So, Jason Day. Ja, so einen hat er schon zu kurz gelassen. So einen hat er schon zu kurz gelassen. Okay, that's in for his par here at the ninth. And diesmal passt es. 3 under 33 on this front side. Hervorragend. Leaderboard, wir sind noch Sechster. Wir sind in den Top 10. Longest par 4 on the course. This slight dogleg right offering another stunning view of the New York skyline in the distance. Back 9, here we go. Jason Day hat immer noch die Ehre, weil er das Birdie gespielt hat an der 8. Das heißt, er wird jetzt hier abschlagen an der 10. Das werden wir uns noch ansehen. Weil es ist die interessante Bahn mit einem Dogleg nach rechts übers Wasser. Und man darf nicht so weit rechts sein, sonst kann man das Grün nicht angreifen. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jason Day macht es uns vor, wie man diese Bahn spielt. Need to see on these final nine holes if they're gonna get back into it. That's in the fairway at 10. Hervorragend. So, wir gucken mal kurz aufs Leaderboard. Wir können eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden sein. Schade, dass wir an der 6 die Eagle-Chance nicht genutzt haben. Da war man ein kleines bisschen zu schnell unterwegs, ist ausgelippt. Aber dafür 3 Birdies in Folge, 3 in a row. Und wir dürfen natürlich wieder so weit zufrieden sein, dass wir auch dann die etwas kniffligen Situationen bereinigen konnten, das Pärchen gerettet hatten. Und an der 7 denke ich dann doch auch ein bisschen ja, gut gepattet. Trotz allem auf jeden Fall das Birdie gespielt. So, wir schauen aufs Leaderboard. Dort ist mittlerweile Cam Davis drin mit minus 7. Nein, der ist noch gar nicht drin. Der kann noch ein Birdie spielen. Ansonsten Patrick Cantlay minus 5. Ja, also, das heißt mittlerweile der beste Wert minus 7. Aber er kann natürlich auch ein Bogey spielen. Ne? Also so ist es jetzt nicht. Nichtsdestoweniger, im Moment stand jetzt minus 7 ist die Messlatte. Wir sind mit minus 3 auf jeden Fall in den Top 10, geteilter Sechster zum Beispiel mit Billy Horschel und Luke Donald. Freunde, das soll es für diese Runde erstmal gewesen sein. Das waren die Front 9 hier bei uns im EA Sports PGA Tour.
Und die New Jersey Challenge im Liberty National Golf Club New Jersey. Und wir sehen im Hintergrund New York, Manhattan. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das waren die Front Nine. Gleich sehen wir uns hoffentlich dann zu den Back Nine. Ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Bahnfahrer.